gekostet hat. Wir haben ja gedacht, in den Ferien ist alles mega teuer, aber es ist sogar ein Mittagsflug, sehr angenehm eigentlich. Normalerweise könnte der Flug auch gut 250 Euro kosten, erzählt sie. Trotzdem sind nicht viele so spontan, wenn es um Urlaub geht, erzählt Selina Akça. Sie berät hier am Flughafen Abenteuerlustige und Schnäppchenjäger. Abflug ab sofort möglich mit Kompromissen. Muss man sich halt nur darauf einstellen, dass die Hotels dann vielleicht ein Stückchen weiter vom Strand entfernt sind, dass man halt vielleicht nicht die optimalsten Flugzeiten hat, teilweise auch keinen Direktflug hat, aber man hat eigentlich immer wieder so gute Angebote. Tanja Holz und ihre Tochter waren in den Osterferien schon auf Mallorca, wollen jetzt aber spontan nochmal in die Sonne. Die 14-jährige Fiona weiß genau, was sie will. Ich wollte dieses Jahr unbedingt nach Griechenland. Ich finde das einfach so schön. Und deswegen habe ich sie nicht ganz überredet, sondern eher überzeugt. Sind wir dann eher doch spontan unterwegs, ja. Ja, genau. Ja, dieses, ja, Kribbelgefühl ist ja auch so ein bisschen mal mit bei und Vorfreude. Und ja, das macht Spaß. Mutter Tanja hat aber auch das Budget im Auge. 10 Tage Rhodos für maximal 2.500 Euro. Ob sie da fündig werden? Für das Mutter-Tochter-Duo zählt aber doch die Spontanität. Das kostet sie schließlich 600 Euro mehr als geplant. Und statt Rhodos ist es nun Kreta geworden. An der Erholung soll das aber nichts ändern.